Wir sind gerädert von Folge 5 von Panzerrädern. Von Panzerrädern. Und es geht weiter mit Episode 6 von Metal Gear Solid Peace Walker. Genau. Aber der nächste Einsatz hat was mit Bum-Bum-Sprengstoff zu tun. Der Panzer hat ja nichts mit Bum-Bum zu tun, genau. Das ist ja was vollkommen anderes. Das ist Schieß-Schieß. Shoot them up. Für die Vorschulkinder unter euch, die sich dieses Let's Play angucken. Also gar keine, nehme ich mal an. Na, die nehmen es ja mit der Altersbegrenzung nicht so genau. Richtig. Habe ich damals auch nicht gemacht. Als ich kleiner war, meine ich nicht. Jetzt gucke ich auf keine Altersbeschränkungen mehr. Du hast kein Verraten, dass ich 16 bin. So. Bin ich 16. Damit haben wir die Frage geklärt, wie alt Mox geworden ist. Ja. Letzte Folge haben wir euch ja aufgefordert, da mal was zu schreiben. Egal. Bin schon so alt. Ja. Nein, nicht ganz. Ein bisschen älter ist es schon. Genau, Sprengstoff. Wir müssen uns jetzt durchsprengen, und um in den Berg einzudringen. Und damit würde ich sagen, beginnt diese Episode, und zwar genau jetzt. Snake, I've got just the explosive to bust through that barricade. C4, we finished developing C4 charges. Take some with you. Okay. Kann man was weglegen? Telefonsystem. Ja, wir haben doch noch Platz 2. Ja, aber ich wollte was weg wegen dem Gewicht. Das ist doch immer. Ach, das hat doch hier keine Auswirkung mehr. Nee? Ach. Sogar eine Waffe. Siehst du? Was ist denn das nach. Ja, dieses Nachschub. Ach so. Rauchgranate benutze ich eigentlich. Kannst du nochmal draufgehen? Du kannst ja. Markieren Nachschub. Nachdem sie. Nachdem auslegen. Wie dumm! Nach dem Auslegen R1 drücken. Na okay. Ja, mach weg, was du denkst. Also. Ich dachte, mit R1 legst du es noch hin, aber. Nein, ist egal. Ja, also du kannst ja dann für dich die Rauchgranate wieder reinnehmen. Ne? Hm? Ich brauch's jetzt. Entfernen. Also Viereck. Raus. Okay. Gut. Granate. Ja. Gut. Vielleicht nochmal Uniform gucken. Mhm. Was? 3 A's, genau. Also für die Uniform, man braucht die anderen eigentlich so gar nicht. Ja, das war ja bei Snake jedoch ähnlich. Fast, ja, aber da haben wir schon mehr benutzt. Schwarz, Olivgrün. Nee, es gibt nichts mehr sonst. Alright, Partner, then let's do this! Was sind denn, ganz kurz, was sind denn diese blauen ZZZ und dieses blaue Strich beim Nachschubbunker? Das hier. Und das. I have no idea. Keine Ahnung. My friend. Ich auch nicht. Los! Okay. Go back to the prison camp. It's in the village where they were holding Chico. Prison break. Bleib an der Textur hängen. Wie bitte? Bleib an der Textur hängen. Raff ich nicht. Ja, ich auch nicht. Ich glaube, das ist ein Gegner. Zumindest war es das, als ich da gespielt habe. Mhm. Hast recht? Natürlich habe ich recht. Was zeigt es eigentlich an, ne? Wenn er sich rumdreht, mache ich einen Nahkampf. Okay. Wegschicken? Also, wenn du sagst, das für den Fulton haben wir unendlich. Hm. Nee, 9-mal. Nee, pro Einsatzrettung von maximal 100 Personen. Weil das ist doch total cool, wir können doch so viele wie nur geht für unsere Basis gebrauchen. Yes, gut. Ich hab auch schon ein bisschen Beute.
Unten ist auch noch einer. Fulton Recovery Helicopter is complete. Ja, ich bin auch vorsichtig. Ja, ja. Schaden tut's nicht, aber sich meine Fehltritte aus Metal Gear Solid 3 anguckt. Welche? Also ich erinnere mich an keinen. Mhm. Unten. Ne? Naja, ich will gucken, ob hier was liegt. Achso. Hätte sein. Da unten lief er. Jetzt an der Leiter ist er. Nee. Du musst oben auf das Umgebungszeigeding achten, da wo es ausschlägt, ist auch der Gegner. Ja, ja, da hinten, aber es kann ja auch sein, dass er direkt vor mir ist. Es zeigt nicht irgendwelche Entfernung. Na doch, wenn es rot blinkt, schon, ne? Ist er nah. Da ist er. Na, runterlaufen. Okay. Ja, komm, kriegst du hin. Ja. Sehr gut. Tschüss. Ups. Tja, bei dem ist die Sicht offen. So, das war die Sicht. Da, war noch einer. Hm? Da. Links. Links. Noch ein Stück. Na. Da. Ah, das ist so ein Wissenschaftler, ne? Nee, nicht ganz. He's coming back! Au. Ich drücke in gar keine Richtung, der wirft ihn trotzdem um. Mhm. Wir sagen hier schon nur Loser auf, die alle schlechte Werte haben. Nee. Ich soll böse zu denen sein. Welche, Fulton Recovery Helicopter is complete. Da ging's raus. Ja, ja, aber ich wollte nur wissen, ob es in beide Richtungen geht, aber anscheinend nicht. Hier, dann guck ich mich nur kurz um. Rechts ist noch was? Mhm. Okay. Ja gut, ein bisschen besser als den Aufwand, als das Naked Arm. Was? Was, was? Achso, das ist nur... ich dachte, das wurde das hergestellt, aber das ist nur der nächste Bereich. Die Anzeige da oben. Hm? If you had something to stand on, you could probably reach that. Da oben steht einer. Nicht da. Dem anderen. Da. Boah, reicht ein Schuss. Ne? Wow! Das ist nur von den gepanzerten Leuten gar nicht mehr gewöhnt, ne? Hier ist niemand. Na, sei aber nicht so sicher. Überraschung! Ja. So ein Witz, ein Soldat oder was? Na gut. Ja, schlägt nichts aus. War jetzt ein bisschen billig. Entschuldigung. Na toll. Ach, lass ihn doch. Nee, ich will den nicht haben. Ich meine, ein Soldat, das ist ja nichts. Also praktisch nichts. Schwer dich noch. Nö, mach ich nicht. Hast dich beschwert? No. Achso, da war noch was. Links, links, links. Gut, bitte. Danke. Bitte. Danke. Bitte. Oh, da ist noch einer. Ich kann mit dem manuellen wirklich besser, weil da kann ich auf jede Entfernung schießen. Ja, ja, das ist auch richtig.
Landnadel. So heißt das Wort. Okay. Die sind immer alleine unterwegs, das ist ein bisschen dumm. Also von denen, also egal. Denke ich. Tschüss. Es kommt noch in keinem Einsatz, wenn man so Sachen vor, also. Nee, nicht so, wirklich. Aber, du hast doch recht, es waren nur, also wir haben jetzt 5 von 9. Haben wir noch Rettungsdinger, da ist ein Gegner. Recht? Der meint bestimmt, wir können insgesamt 100 retten, oder? Naja, wenn wir 100 Fulton-Dinger haben, können wir bestimmt auch. Gut, also ich sollte jetzt nicht mehr jeden retten. Vielleicht, wenn er ein bisschen stärker aussieht oder so. Naja, es sind ja auch noch Gefangene hier, ne? Auf die müssen wir ja auch noch ein bisschen achten. Ich renne jetzt erstmal keinen mehr. Ja, 5 von 9. Okay. Oh, jetzt wacht er auf, ne? Ja, ich, das ist mir klar. Gut, ich dachte nur, ich hatte Fulton noch aktiv. Ich will ihn ja betäuben. Liegen bleiben, Soldat. Türen gingen nicht automatisch auf hier, ne? Nee, die waren entweder auch schon offen oder es geht halt nicht. Gut. Head west from there. And it'll take you straight to the prison camp. Hoffentlich sind das jetzt nicht mehr als 5 Gefangene. Ja, ich verlasse mich auf deinen Rat, Olli. Mir ist das gerade egal. Was denn? In welche Richtung? Ja, nach Westen hat er gesagt. Da theoretisch da lang. Na gut, dann erst hier lang, weil ich da lang muss. Nee, dann gehst du doch zurück. Nee, da, von da komme ich. Guck mal, das ist Norden. Ja. Also ist das Osten? Nee, das ist der Westen. Genau, das ist Westen. Also muss ich zuerst. Nee, geh da nicht lang, weil dann gehst du dahin zurück, wo wir schon dreimal waren. Und das müssen wir doch nicht. Okay. Ja, okay. Okay. If you cut across the prison camp, you'll find a gate leading north. Komm jetzt einfach hier. Nee, da geh ich jetzt zurück. I get up, dum, dum, dum. Nothing gets me down. We're under attack! Ja. Noch aber auch nicht weg. Greift das gleich an. Negative. We can't spare reinforcements. You'll have to make do with what you have. Yeah. Tacos. Nee, ich tue zu dir. Was schickes? This is HQ. Patrol. Target lost. Going to alert status. Understood. The enemy should still be nearby. Find him. Come in, HQ. This is HQ. This is Patrol. Oh. All clear. Zwei. Understood. Yes. Stay vigilant. Weißt du, wo du lang musst? Mm-hmm. Guck am besten jetzt mal. Durch diese orange Markierung, ja, aber. Mm-hmm. Dann bin ich richtig. Yes.